Hi zusammen, ich bin sicher, jeder von euch hat sich schon mal gefragt, wie komme ich an die Köder der Profis ran, ohne mir einen Wolf zu suchen. Die in der Profiliga mitmachen, die in der Raubfischliga ganz oben sind und die namhafte Köder nutzen, mit denen sie die großen Fische fangen. Oftmals ein Riesenproblem. Man versucht die Dinger im Internet zu finden und am Ende landet man bei drei verschiedenen Händlern, weil der eine hat die Bleiköpfe nicht, der andere hat nicht den Köder, den ich brauche und der andere hat nicht die richtige Größe. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben die Köder der Profis zusammengestellt in einer Einsteiger- und Profi-Box. Da können alle mitfangen, in der die namhaften Köder der Profis drin sind. Und die können jetzt zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen. Habt den Vorteil, ihr bekommt genau das, was ihr braucht und braucht nicht großartig zu überlegen, ist der Köder jetzt was wert oder nicht. Wenn ihr im Laden steht, seid mal ehrlich, man kauft sich doch immer wieder welche, die einfach geil aussehen, die sich am Wasser aber als absoluter Flop erweisen. In diesem Film hier werden Moni und ich versuchen, mit dieser Box ein paar Fische zu fangen und wir werden diesen Film mal ein wenig anders angehen als üblich. Üblicherweise funktioniert ein Film so, dass wir 3-4 Tage Zeit haben und dann gehen wir los und versuchen eine Aufgabe zu erfüllen, wenn es darum geht, Zander mit Köderfisch zu fangen oder Zander mit einem speziellen Gummiköder. Hier werden wir es mal machen, so wie ihr es auch macht. Das heißt, ihr habt nach Feierabend vielleicht mal 2 Stunden Zeit und geht los. Genau das werden wir auch tun. In den nächsten Wochen, wenn wir unterwegs sind, dann werden wir versuchen, jeweils nebenbei diese Boxen einzusetzen. Das heißt, wenn wir eine Reportage über Karpfen machen, wir sehen irgendwo einen Fisch rauben, wir versuchen es mit dieser Box hier, um euch zu zeigen, dass man damit realistisch seine Fische fangen kann. Aber bevor wir loslegen, natürlich ein kurzer Überblick, was ist denn jetzt genau drin in dieser Wunderbox. Wir fangen an mit dem Easy Shiner von Kitech, ein wunderbarer, schlanker Köder, ja, der also sehr agil ist und sehr, sehr weich in der Gummimischung, ein perfekter Zanderköder. Dann haben wir den Sea Shad, alle Köder in verschiedenen Größen, sodass man Hecht, Zander, Barsch gleichermaßen damit befischen kann. Der Sea Shad in dieser Größe hier fängt definitiv Hechte und wir haben den Sea Shad auch in einer sehr kleinen Ausführung. Ich bin sicher, da wird sich Moni noch drauf stürzen. Für Barsche mit einem wunderschönen grellgrünen Schwanz. Frag mich jetzt nicht, wie der Farbcode heißt, die kann ich mir jetzt nicht merken. Und wir haben einen Kultköder, den ich schon vor 20 Jahren gefischt habe. Das hier ist der Salt Shaker. Heute wird er nur noch Shaker genannt. Ein Köder, der sich bewährt hat und der auch unglaublich oft nachgebaut worden ist. Viele streiten sich darüber, wer ihn jetzt zuerst hatte. Fakt ist, der Shaker fängt auch definitiv seine Fische. Und wir haben natürlich dafür entsprechende Bleiköpfe. 18 Gramm, 14 Gramm, 10 Gramm und 7 Gramm Köpfe für die ganz kleinen Barschköder. Das ist es, was ihr in dieser Box findet. Stinger liegen nicht dabei, ganz bewusst nicht, weil da hat jeder Angler andere Vorlieben. Ja, ich zum Beispiel setze meinen Stinger oftmals gar nicht, sondern setze darauf, dass er wirklich voll beweglich bleibt. Ja, dass ein kurzer Bleikopf mit einem kurzen Hakenschenkel dafür sorgt, dass der ganze hintere Teil beweglich ist. Und ich sage mir immer, die großen Fische, die donnern da so drauf, die werde ich auch ohne Stinger haken. Aber wenn ich einen Stinger einsetze, dann setze ich ihn auch wirklich dahin, wo er hingehört. Das heißt hier hinten in der hinteren Hälfte des Köders. Ja, das ist mir dann sehr wichtig, dass er dann auch wirklich da sitzt, wo die Fehlbisse verursacht werden. Nicht? Dass er ganz hinten ist und dann ganz wichtig immer kontrollieren, ob der Köderlauf noch ideal ist. Nicht? Das ist die Art und Weise, wie ich vorgehe mit den Stingern. Aber wie gesagt, da muss jeder Angler selber wissen, wie er das einsetzt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel fluoreszierende Stinger zu nehmen, ja, mit UV-aktiven Farben. Da wollten wir jetzt nicht vorgreifen und dann Sachen beilegen, die ihr nicht nutzt. Ein Stinger muss also jeder Angler selber schalten. Aber es sind Bleiköpfe dabei mit richtigen Hakengrößen für jeden Köder, sodass man auch die großen Köder ganz hervorragend damit bestücken kann und keine Fehlbisse zu verzeichnen hat, wenn die Fische richtig wild sind. Also, wir legen los. Ich werde jetzt diese Box für euch auswerfen. Nein, so natürlich nicht. Ich werde natürlich die Einzelteile der Box auswerfen. Ich habe zu viel Matze und Atze gedreht. Okay, wir legen jetzt los. Und wir fangen an im Boot. Ich bin mit Kumpel Ingo unterwegs, einem der besten Zanderangler der Gegend. Und ich habe nur die Box dabei. Gucken wir mal, ob die einen Zander ans Band bringt. Oder einen Hecht oder einen Barsch. Oh, schöner Fisch. Der Easy Shiner von Kitech hat den Zander gebracht. An einem der 7 Gramm Köpfe, wie ihr seht. Schöner Fisch. Das ist der wieder von gerade eben.
minimal kleiner, ne? Ja. Aber ich muss sagen, die legen sich hier gut ins Zeug. Und irgendwie scheinen sie wirklich auf den Easy Shiner zu stehen heute. Der nächste Zander. Und der dürfte jetzt auch die 70 knacken, so Mitte 70 dürfte er wohl haben, ne? Schöner Fisch. Schöner Tag. Welche Bleiköpfe ihr verwendet, das liegt ebenfalls ganz bei euch. Ihr habt die freie Auswahl, das sind also viele Grammaturen dabei. Und auch die Größe des Hakens muss natürlich immer dem Köder angepasst werden. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen 14 Gramm Kopf mit einem richtig großen Haken. Ich habe jetzt nicht geguckt, Chef, das ist ein 5-0er meinem Gefühl nach. Der ist natürlich gut aufgehoben an dem großen Seashad. Achtet bitte immer darauf, dass der Köder in der Absinkphase sich sauber bewegt. Ihr werdet das bei den Spezialisten auch immer wieder sehen, wenn die einen Köder neu einhängen, dann führen die den zuerst immer vor ihren Füßen und gucken, ob der sauber läuft. Dass die Schwanzteller nicht ganz sauber gegossen sind oder dass sie so ein bisschen aus der Reihe tanzen und nicht hundertprozentig waage stehen, die Zeiten sind weitgehend vorbei, weil die Produktionsmöglichkeiten heute ermöglichen, das immer relativ gut hinzubekommen. Darum müsst ihr euch da keinen Kopf machen. Trotzdem, der kann mal nicht ganz perfekt aufgezogen sein. Ja? Achtet immer darauf, erst vor euren Füßen führen, dann wisst ihr mehr. Ein 7-Gramm-Kopf zum Beispiel an einem solchen Köder wie dem großen Seashad, das macht keinen Sinn. Das Ding sinkt ab und der Schwanzteller, der gibt keinen Mucks von sich. Da werdet ihr definitiv nicht mitfangen. Ein 7-Gramm-Kopf aber an dem kleinen Seashad, der so richtig die Größe für Barsch hat, der ist perfekt. Ja? Also ihr müsst selber ein bisschen rumprobieren, was an eurem Gewässer das Richtige ist. Dafür ist die Box da, dass ihr alle Möglichkeiten habt und flexibel sein könnt. Eine Sache nehme ich euch schon mal vorweg, die ihr also nicht ausprobieren müsst, wenn ihr den 7 Gramm Kopf verwendet an den leichten Ködern, wie zum Beispiel hier am Easy Shiner oder dem besagten Seashad, kein Problem. Am Salt Shaker kann ich sagen, der bewegt sich in der Absinkphase mit 7 Gramm nur noch sehr schlecht bis gar nicht mehr. Also an den Salt Shaker oder an den Shaker, wie man heute sagt, da gehört definitiv mindestens ein 10 Gramm Kopf dran. Das ist aber auch nicht ganz so wild. Viele werden vielleicht sagen, der ist mir vielleicht schon zu schwer. Aber was man beim Saltshaker beachten muss, das ist die Tatsache, dass der hier vorne relativ gerade abfällt. Seht ihr das? Das ist eine relativ gerade Kante. Wenn jetzt der Bleikopf kommt, dann bleibt da eine Bremswirkung. Ja? Diese gerade Kante hier sorgt dafür, dass der im Fallen eine recht starke Wasserverdrängung und eine starke Bremswirkung hat. Darum sinkt er mit einem 10 Gramm Kopf auch noch recht moderat ab. Ich habe jetzt hier den 14 erwischt. So sieht der Shaker dann aus mit dem 10 Gramm Modell. Ihr seht, hier entsteht eine richtige Bremswirkung in der Fallphase. Nicht? Darum ist 10 Gramm für diesen hier sicherlich die richtige Wahl. Einige Tage später war ich erneut unterwegs im Schlauchboot. In aller Frühe war ich mit Muni auf Tour, um neue Karpfenstellen zu erkunden. Und wie versprochen, jede freie Gelegenheit wollten wir nutzen, um die Box weiter zu testen. Also machten wir wieder unsere Würfe. Und diesmal war es Muni, die es fertig brachte, mit dem kleinen Seashad einen Biss zu bekommen. Ganz dicht an der Schilfkante, zu unserem großen Erstaunen, im Flachwasser. Jo, supi. Ja, ne? Ein Jüngling, aber es war ja auch nur ein Barschköder. Richtig. So schnell kann das Karpfenerkundungsvorhaben ins Hintertreffen geraten, denn da soll doch auch wohl noch ein Fisch für mich drin sein. Oder die Konzentration stieg, die Würfe gezielt an die Schilfkante. Eigentlich müsste ich jetzt einen Kescher nehmen, aber ich versuch's mal so. Hä? Jetzt kommt der Shaker auch noch zum Einsatz, nicht? Hab ich Glück gehabt, dass ich den gekriegt habe. Ich merke das gerade, der hing gar nicht. Der hat ihn nur eingequetscht. Das ist auch so eine typische Sache, nicht? Dass die Raubfische oftmals so draufballern, gerade die Zander, boff! Dann hast du einen Biss und oh geil, Fisch und buin, dann fliegt dir der Köder entgegen, weil die das Maul aufmachen. Ja, die klemmen ihn so heftig ein. Jo. Der wird unser Abendessen bereichern.
So, wenn ich die Beweglichkeit des Köders erhalten will, nicht, und ich bekomme trotzdem Fehlbisse, aber der Schwanz ist nicht abgebissen, dann setze ich den Stinger auch mal so, nicht? Das kann man natürlich nur da machen, wo man nicht viele Hänger hat. Sonst kann man ihn auch gegebenenfalls mal hier so in der Flanke platzieren, dass er so sitzt, nicht? Aber noch eine kurze Erklärung dazu, warum der 14 Gramm Kopf am Salt Shaker noch nicht ganz so heftig ist, noch nicht ganz so schwer ist. Ich habe schon erklärt, der Salt Shaker, der ist hier gerade abgeschnitten und der sorgt für diese Fallschirmwirkung. Ja, da wird also richtig wird gebremst, wenn der Bleikopf absinkt. Viele Gummifische, wie zum Beispiel der Sea Shad, läuft vorne spitzer zu. Der sinkt deswegen viel schneller ab bei gleichem Bleikopf und der hier bremst halt, nicht? Diese Dinge muss man alle bedenken, wenn man flexibel ist, bei der Auswahl des richtigen Köders und des richtigen Bleikopfs. Achtet immer darauf, wenn ihr die ins Wasser haltet, dass beim Absinken der Köder einwandfrei arbeitet. Jo, da ist noch einer drauf gebrezelt. Oh, richtig schön Bock gemacht, der Kleine. Ich hab gewusst, dass an der Ecke noch einer stehen muss. Stefan, du hast recht gehabt. Zander können doch reinhauen, wenn sie wollen. Puh. Guckt euch das an. Der hat den kompletten Shaker reingedonnert. Können die einen Unterdruck erzeugen, ne? Naja. Ich musste jetzt hier auch mal flexibel sein, ne? Der Salt Shaker, der läuft mit einem 7 Gramm Kopf definitiv nicht mehr vernünftig. Ne, da gehört auch dazu, dass man da mindestens 10 Gramm dranhängen muss. Aber ich habe gemerkt, 14 Gramm tut dem doch ein bisschen besser. Das ist natürlich viel, was man da vom Zander verlangt, ne? Dass der 14 Gramm einsaugen soll. Im Fluss lachen jetzt viele von euch, aber in so einem Kanal, wo relativ stilles Wasser ist, da ist 14 Gramm oftmals schon viel zu viel, ne? Aber es hat zweimal geklappt, ne? Wichtiger ist, dass der Köder gut läuft. Samstagmittag, samstags bleiben die Computer bei mir aus, 2 Stunden Zeit. Nicht gerade die ideale Zeit, um die Mittagszeit auf Raubfisch zu angeln, aber vielleicht lässt sich ja ein Barsch blicken. Unter die Zanderroute gehe ich dabei allerdings nicht, denn hier sind auch immer mal Hechte zu erwarten. Auf geht's! Der Sea Shad hat mir jetzt noch einen schönen Barsch gebracht. Der kleine Sea Shad mit dem 7 Gramm Kopf, den habe ich dafür genommen, wenn er schön langsam absinkt. Dann wird es ja wieder Zeit, dass ich die Kamera in die Hand nehme und Moni wirft. Sie entschied sich diesmal für den Easy Shiner mit dem rosafarbenen Bauch und bot ihn direkt vor einer Brücke an. Eine Sekunde nach dem Eintauchen knallte ihr ein Hecht drauf. Wurf dahin gleich, Patsch. Ja, so, jetzt kann ich ihn halten und du kannst einen anaeroben Fisch rausnehmen. Okay. Oh, schön gezeichnet ist der Kleine. Ja, ne? Und hier noch ein kleiner Ratschlag, wie man flexibel sein kann mit der Universal Jigging Box. Ich habe jetzt einen 14 Gramm Kopf genommen. Den gibt es auch mit einem etwas kürzeren Hakenschenkel. Ich glaube, das ist ein 4-0er. Die Größen, die dabei liegen und die Gummifische, steht übrigens auch aufgedruckt auf der Box ganz nebenbei. Ja? Also, ich führe jetzt diesen kleinen Barschköder mit einem sehr schweren Bleikopf. Warum? Weil hier unten ordentlich Strömung ist. So kann ich vertikal da ein bisschen durchziehen. Auf das Wehr ist, was die Barsche betrifft, eigentlich immer Verlass. Aber nicht heute. Dafür tat sich im Auslauf was. Das passiert halt, wenn man mit Barschködern angelt, ne? Ich habe den 14 Gramm Kopf jetzt hier am Auslauf noch mal kurz durchgejiggt. Eigentlich viel zu schwer, ne? Kann man mal sehen, ne? Meine nächste Reportage drehte sich um die Stellfischangelei. Das heißt, lange Wartezeiten. Was liegt da näher, als einige Würfe mit der Spinnrute zu machen? Zum Ende dieses Films muss ich noch einmal meinem Ruf gerecht werden, immer mit vollen Backen kauend. Manchmal sogar kurz, nachdem ich einen guten Hecht gehakt habe. Was soll man auch machen?
wenn man ein dickes Butterbrot in der Hand hatte. Na gut, es drillt sich mit, genauso gut wie ohne. Ein letzter Fisch für diesen Film, vom Ufer aus. Auf den kleinen Seashad. Eigentlich wollte ich einen Barsch fangen. Heide Witzka. War eine geile Farbe. Guck dir das mal an hier. Ich habe schon mal so einen gelben Hecht gesehen. Wie geil. Die Länge macht's, die Dicke nicht. Darum haben wir früher Fische eigentlich nur gewogen. Barsch. Barsch, hatte ich gesagt. Davor war wahrscheinlich ein Barsch. Ach so. Der wollte den Barsch fressen. Gut. Er kann zuschnappen. Wann kamst du mit ihm hier? Mit ihm hier. Mit dem kleinen Seashad am 10 Gramm Kopf. Fein. Angeln ist nicht vorhersehbar. Fakt ist, die Köder in dieser Box fangen alle gängigen Raubfische, Hecht, Zander, Barsch. Wir waren richtig erfolgreich damit. Und so sieht sie aus, wenn ich einige Wochen das Ding am Wickel hatte. Das ganze Etikett ist vom Regen natürlich ab. Wir haben hier Köder, denen die Schwänze fehlen. Und zwar so einige. Auch hiervon habe ich einen verloren. Bei dem hier muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich die Box zugemacht und nicht aufgepasst. Darum ist der Schwanz ab. Kann auch mal passieren, nicht? Die Bleiköpfe haben sich gelichtet. Einige habe ich natürlich auch abgerissen. Aber ich war erfolgreich damit. Darum kann ich euch diese Box guten Gewissens empfehlen. Und jetzt kommt der Hammer zum Schluss. Der Preis dieser Box. Wenn ihr alle Köder, alle Bleiköpfe und diese schlagfeste Kunststoffbox zusammenzählt, dann kommt ihr auf locker 50 Euro. Und was bezahlt ihr? 39,90 Euro. Wer die nicht kauft, der hat schon genug Gummis. Oder aber hat keine Lust, Raubfische zu fangen. Viel Erfolg mit der Universal Jigging Box. Ab sofort im Parashop. Bestelltelefon 02604 978 3x8. Schreiben Sie eine E-Mail an kundencenter@paulparey.de oder besuchen Sie uns im Internet unter pareyshop.de.